Hallo zusammen, ich bin Jansson Braun. Die 9 weißen Buchstaben, die dahinter sehen, sind wie ein Magnet. Menschen von der ganzen Welt kommen hierher mit dem Traum, Schauspieler zu werden und Erfolg zu haben. Aber leider schaffen es nur weniger als 1%, die hierher kommen, von dem zu leben. Warum kommen sie denn immer noch hierher? Frage mich. Seit ich jetzt hier lebe in Los Angeles, bekomme ich extrem viele E-Mails über von der Schweizer. Ich sage, ich möchte den Traum auch verfolgen, den du hier machst. Der Traum ist einfach stärker als die nackte Realität. Darum kommen alle hierher. Shows wie zum Beispiel Mission Hollywood zeigen ein völlig falsches Bild. Mission Hollywood hat mich dazu bewegt, eine Show zu kreieren, die das reale Hollywood zeigt. Du kommst hierher, findest einen Agent, kommst einen Manager rüber und alles. Wo es ganz einfach ist, eine Hauptrolle rüberzukommen in einem riesen Blockbuster-Film, was aber nicht stimmt. Hollywood ist hart, Hollywood ist bittersüß und Hollywood ist Business. Und das wollte ich euch zeigen in Hallo Hollywood. Dann habe ich mich entschieden, ein Online-Casting zu machen, wo sich auch ihre Demobänder draufstellen. Ich habe dann die 6 leidenschaftlichsten ausgewählt, die die Chance haben, hierher zu kommen für 6 Monate und ihren Traum zu folgen. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child was born in the ghetto. Chanel ist ein liebes Mädchen, sehr anständig. Ich glaube es nicht, dass sie sich nackt ausziehen würde. Ich glaube es nicht. Das macht man so in Hollywood. Chanel ist die erste, die ich ausgewählt habe, von diesen 6. Sie ist eine sehr aufgeweckte, hat überhaupt keine Grenzen und hat wunderschöne Augen, die sagen, nimm mich mit auf deine Reise. Die Verletzlichkeit, die Unsicherheit und sie erinnert mich sehr an die junge Meryl Streep. Ich bin der einzige Schweizer, auf das schmeckt und das gibt da, oder? Ich bin ein Krebs und der Dani ist ein Waage. Vollgas! Ich gehöre auf Hollywood. Ja, es sollte mal leicht gehen, nicht so schwer an der Bodybuilding gehen. Vielleicht ein bisschen ausruhen. Daniel habe ich ausgewählt, weil er sehr ehrgeizig ist. Er ist sehr selbstbewusst, hat einen gut durchtrainierten Körper und eine riesige Disziplin. Und ich glaube, er hat super Chancen, in Hollywood zu Fuß zu fassen. Super Chancen, in Hollywood zu Fuß zu fassen. Also wieder schauen, wenn es heisst Hallo Hollywood. Tschüss!